In diesem Büchle geht es um ein kleines Mädchen, das am Wasser sitzt und einer Libelle begegnet. Und diese Libelle spricht plötzlich zu ihr. Also dieser Text, diese Geschichte ist ein Märchen. Es fängt schon mal an, dass ein Tier mit einem Mensch spricht. Spricht, ja. Würden wir uns ja alle ein bisschen wünschen, dass es so wäre. Wir würden ja dann ein bisschen mehr verstehen oder uns besser mit ihnen unterhalten können. Aber es fängt schon mal märchenhaft an. Da spricht eine Libelle mit dem Mädchen. Und sie will ihr eine Drachengeschichte erzählen. Und das Mädchen freut sich darüber und hört zu. Und diese Geschichte fängt also so an, dass es einen Drachen gibt, der immer über ein Dorf fliegt und Feuer spuckt und allen Angst macht. Und alle haben Angst unten, außer einer, nämlich der Karl. Und der sagt, ja, wir kennen doch gar nichts von dem und ich weiß doch gar nichts. Und nur weil der Feuer spuckt und da drüber fliegt, macht mir das noch lange nicht Angst. Und geht ihn besuchen und will ihn kennenlernen. Ja, und das macht er. Aber was da passiert, wirklich, weil die kommen dann wirklich in ein Gespräch miteinander, die lernen sich kennen, die tauschen sich aus und diese Angst ist total unberechtigt, total, weil stellt euch vor, die haben beide Angst voreinander. Und was da wirklich passiert in diesem Gespräch, in diesem Austausch, das finden die am Total besten, da im denen und Buch, das lesen die ja. am besten selber, weil das ist eine Reise durch ein Fantasieland. Und das ist ganz toll, wenn die Kinder erleben selber und muss ich gar nicht erklären, sondern die nehmen sie ja nur mit auf diese Auf Reise. die Reise, Genau. auf eine spannende Reise.